Hallo, Herr Hotschner. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Ich habe nur gehört, um 19 Uhr steigt hier eine Party und es gibt gratis Essen. Chef. Ich will gleich mit dem Chef reden. Der hat, ne, glaube ich, irgendwas geplant. Ja, ich muss ja nicht mit ihm reden. Ich bin nur wegen dem gratis Nein. Essen hier. Ja. Und der netten Boah. Gesellschaft natürlich. Der netten Gesellschaft hauptsächlich. Wollte gerade sagen, wenn sie nur wegen des Essen hier sind, dann sind wir enttäuscht. Okay, als treue Stammkundin bin ich natürlich hier, um mit Ihnen das neue Firmengelände einzuweihen. Und wegen der netten Gesellschaft, weil ich immer so viel Spaß habe. Und ganz am Schluss natürlich nur wegen Gratisessen. Also quasi nicht hauptsächlich. Okay. Ja, Adams. Ja, da muss man reden. Theoretisch könnt ihr ja, wenn ihr jetzt die Öffnung macht, hier das mit Schranken Ah, jetzt, zumachen, oder? guten Tag. Ja, Adam, schnapp dir mal ein bisschen Dalan, stell dich vorne ins Hallo? Barkeeper-Haus. Du bist der Kellner für heute. Iwat, ich bin der Kellner. Du bist der Kellner. Ab ins Haus da. Ich sag's dir nicht nochmal. Du machst das. Soll ich Alkohol holen? Da drinne! Alkohol Total gerne alkoholfrei. Alkohol. Wir Sag, kommst teilen du, ich muss keinen? dich abfüllen. Ach so, sind wir jetzt per Du? Zufrieden, Jesse? Ich mach's nochmal fegen. Kaum fällt das Wörtchen Alkohol, sind wir per Du oder was? Wieso? Weil sie mich gerade geduzt haben. Hab ich gar nicht. Komm, ich muss dich abfüllen oder mit wem haben sie sonst geredet? Ich hab gesagt, Sarah, komm, ich muss dich abfüllen. Ja. Gleich weg. Na gut, dann sind wir jetzt per Du. So, wie viel Whisky brauchen wir denn? 10, ne? Brauchen Sie wieder irgendwas? 13. Ja, natürlich. Oha, Der andere seine okay. Wagen. Dann kann ich aber wirklich nicht mehr nach Hause fahren. Ja, Mensch. Es gibt ja Taxis oder ähnliches, ne? Und Nein, das haben wir nein, auch nein, noch. nein, 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 nein. Ich Notfall. fahre mit keinem Taxi mehr. Der Bus ist auch bedenklich. Ja, wo setzen wir uns? Ich hab was. Kommen Sie mit. Da kann ich mich nur schwierig hinsetzen. Ohne. Ja, das machen wir gleich. Dann schreiben wir mal vorne Das beim geht Lenkrad schon. Probieren auf. Sie das. Ja. Einfach richtig Gut. hinsetzen. So, Ich glaube, das sollte. ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich rutsch mal ein bisschen. So. Oh, ich habe ein Problem. Das ist nicht gut. Unser Das ist sehr schlecht. Security-Personal kommt auch gleich. Ach, das geht schon. Na gut, im Moment, okay. Ich tue mir zumindest nicht weh. Ja, so geht's auch. Meinst du, ich kann mir das auch an mein Auto vorne ranbauen? Komm mal auch Moment, nach hinten. denn jetzt? Oh mein Gott! Wo Was kriegt ist man denn das? hier los? Ja, mir ist gerade der Bord dazu Oh, aua, geschlagen. Ich das hat muss jetzt mir weh. auch Nein, ein nein, Auto das vorne Schicksal ranbauen. möchte nicht, dass sie nebeneinander sitzen. Das So Schicksal möchte ging's. mich Gucken, wie nicht, man dass das ich macht. irgendwo sitze, anscheinend. Nein, ich guck nur, Au. wie das funktioniert. Weil nicht, dass ich bei mir am Auto was falsch mache. Ja, Oh, sie haben sich verletzt. Also ein Oh mein bisschen. Gott! Ich Wortspiel. bandagiere ihnen den Kopf. Hey, sie verdrehen mir wieder den Kopf. Soll ich irgendwas abschneiden? Tut ihr Auto nicht doch. Ja, Tut irgendwas diese weh? Pulsadern, die nerven mich total. Ja, komm her, ich schneid. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen Ja. alles. Am Hals am besten auch. Am Nein, Hals? nein, nein, Okay, nein, Moment. nein! Obwohl das Messer schon cool ist. Das Ja. hast du gehört? Oh, da kommt die Personalchefin. Ich pack das Messer Oh. mal weg. Ja, So, ich genau. glaube, sie sind Ob das hier du alles bist UVV ist, versorgt. weiß ich ja nicht. Ja, ich finde Einfach drüber dieses. wegsehen und vielleicht ein Stück Nein, Kuchen aber essen. ganz ehrlich, diese Nein, 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 über UVV kann man nicht komische hinwegsehen. Sitzgelegenheit da, UVV ist das sollte Wichtigste. man absperren. Die Was ist ist denn mega UVV? gefährlich. Unfall Und von wir Luft- fast und noch Ersticken? ersticken. Doch. Ja, hier ist ein Okay, Dämmstrank zweiter und Versuch. was Was nicht. will ich alles tun, um Ansonsten soweit nebeneinander alles sitzen zu fresh. können? Ich weiß nicht, ob die So. ganzen Ballons hier Oh, wirklich so fresh nicht sind. schon wieder! Oh mein Lieber Frank, Gott! Herr Kahn, Mensch, was Ja. können wir Können Sie? Tuning-Chips in Busse einbauen? Oh nein! Können wir, ob sie was bringen, ist das Zweite. Die Stimme kenne ich! Das ist gefährlich! Okay. Oh mein Gott! Was Also, ist sie ich denn rette da? sie. Oh, oh, oh mein Gott! Autsch, Ich rette sie. Schmerzen, Schmerzen! Hab sie. Gefangen. Au, au! Nehmt Ein doch bisschen die, Da sind, da nehmt sind, doch da die sind! Strandkörbe Dankeschön! hinterm Aber Haus, da die sind, sind da sind, da bequemer. sind, Habe ich sie schon wieder Kinder! gerettet? Schon wieder? Wann haben Sie Ja. mich jemals gerettet? Und wieder Sind wieder Sie Glück gehabt? Mr. Nein, nein, Wir nein, sind nein, wer? nein. Wann haben Sie mich jemals gerettet?
In meinen Träumen, junge Frau, in meinen Träumen. Okay, das ist, da, okay, das ist relativ lieb, das ist, so hab ich, okay, das ist so mein süßer Spruch. Genau, ich hab lange gesessen. Nein, ein bisschen, oh, das macht's kaputt. Jetzt wollte ich schon sagen, er ist ein bisschen kitschig, aber das macht ihn flach und sehr kitschig. Warum? Jedenfalls, ich bin schüchtern. Also, ich möchte da wirklich nicht mehr sitzen, nebeneinander ich sitzen. Ich bin schüchtern, seien Sie doch nicht so gemein. Gehen Sie doch erstmal vor, Sie dürfen sich auch nur auf die Kante setzen. Was für Sprüche, hallo? Nach Sie mich denn das war total süß und nett, Sie waren gemein. Sie ja, wäre es gewesen, wenn es nicht geplant gewesen wäre. Ja, jetzt ist einmal alleine probieren, dich darauf zu setzen. Halt ich setze mich nicht mehr hin. Oh. Was halten Sie von einem Ausflug zum Krankenhaus und danach trinken wir was? Ja, machen wir. Okay. Haben Sie ein Auto oder fahren wir mit meinem? Achso, stilles Wasser. Weißt du, was wir stilles Wasser haben? Okay. Wenn Sie Zelte haben, also fahren ich oder Sie? Aus dem Kühlschrank, aus dem Haus holen. Das ist relativ egal. Aber wir haben auch ein neues Führerbüro. Ich habe bis jetzt noch nichts getrunken, aber vielleicht... Ich habe auch noch nichts getrunken. Okay, dann machen wir es so. Ich fahre nach dem ersten Unfall, tauschen wir. Hier können wir auch noch Autos einparken nebenbei. Okay, das ist der Erste, der mich nach diesem Satz fahren lässt. Wissen Sie das? Yep. Ja. Jetzt bin ich schon wieder per Sie. Wir haben uns auf Du geeinigt. Okay. Ja, ich switche auch immer relativ oft. Du und Sie und alles. Okay, dann wundere dich einfach nicht darüber, wenn ich noch ein paar... Oh mein Gott, das tut mir so leid! Oh mein Gott, den ersten hast du. Okay, wir tauschen. Ich war eben nicht. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Hast du jetzt nicht gemacht? Das tut mir so leid. Ich wollte mal fahren. Das tut mir so leid. Oh nein, das ist noch dazu der nice Polizist. Nicht Polizist, Mr. Nice Sheriff. Erst bricht mir das Herz und jetzt die Knochen. Okay, ich hab's noch anders überlegt. Lassen Sie uns schneller fahren. Ich glaub, wir müssen los, dann geht's ja, gut, ne? Wir müssen los. Geht's ihm gut? Es tut mir so leid. Tut mir so leid. Fahr einfach weg. Ich sitze im Kofferraum. Du solltest nach dem ersten Unfall fahren. Ach so. War schon der erste Unfall? Es war nur der erste Tote. Oh, haltet sie fest. Fahr einfach. Wie ist das passiert? Ich habe nur vorne diesen Bus gesehen, der diese Gummibänder hatte. Und ich hatte das Bedürfnis, rückwärts zu fahren. Und dann steht... Aber es sah sehr lustig aus, wie er hingefallen ist. Wie lange er da lag. Und es sah genau der gar nicht aufgestanden. Es war genau der gleiche Typ. Nicht einfach nur irgendein Polizist, sondern der. Es war so lustig. Es war natürlich nicht lustig. Es tut mir übel leid. Natürlich. Oh, das wird gut. Das hat schon mal gut begonnen, dieses Fest. Ey, wir sind nicht mal 50 Meter gekommen. Und der erste Schwerverletzte. Ja. Warum war das eigentlich so ein Scherz? Nach dem ersten Unfall tauschen wir. Es war wirklich ein Scherz. Und dann sind wir auch noch abgehauen. Aber eigentlich ist Suspect schuld. Weißt du warum? Weil ich habe gar keinen Führerschein gemacht. Ich habe den von euch geschenkt bekommen. Wie? Sie haben ja, den geschenkt bekommen? Ja, an meinem ersten Tag von deinem Chef habe ich den an meinem ersten Tag geschenkt bekommen, den Führerschein. Also eigentlich ist Suspect für alle Unfälle, die ich mache. Hallo, könnt ihr mir gut helfen? Warte, das ist Nein. Otto. Warte, er will vielleicht noch mitgenommen werden. Stronzo, warte, stimmt, wir haben ja noch den Kofferraum, ne? Stronzo, warte, wir helfen dir. Stronzo, hallo? Stronzo, warte, wir helfen dir. Ja, kann ich mir helfen? Ja. Nicht dann! Oh mein Gott. Ist das? Okay. Du musst dir selbst helfen. Nein. Ich helfe dir. Alles gut. Lass ihn in Ruhe. Warte, hier. Hinter dir. Fahr. Oh mein Gott. Wie ich nicht einsteige! Oh mein Gott! Wie aussteigen? Stopp! Aussteigen! Ja, natürlich! Ich wollte eigentlich das Krankenhaus! Ich hatte vorher schon gemerkt! Hallo! Was ich noch einmal meine Anweisung wieder nicht stoppen? Wir sind ja alle am Bänken! Wir wollten ins Krankenhaus, deswegen! Um mich zu zeigen, genau! Wir wollten ins Krankenhaus! Oh mein Gott! Wofür schon wieder? Wofür? Körperverletzung? Fahrerflucht? Es war nicht absichtlich. Wir ersetzen von Sheriff-Anweisungen. Ich wollte Luft. Einfach nur schnell ins Krankenhaus. Das ist jetzt aber übertrieben. Die Dame hat Ihnen doch sogar geholfen.
So, sie steigen mit der einen und fahren weiter. Du bist doch Lara. Ich bin verletzt. Ja. Ich bin, ja, ins Krankenhaus. Ich bin die Betreuerin der Dame. So. Ist gar kein Problem, wir können es gar mit ihrem Chef regeln. Nein, ist schon okay. Nicht, dass du in Schwierigkeiten... Geh da dein Fest genießen und, könntest du mein Fahrzeug... Ja, ich geh erstmal ins Krankenhaus. Wir sehen uns irgendwann, ne? Okay. Ich hoffe... Das war ein Fehler, mein Freund. Was? Reden Sie... Das gleich mit seinem Chef. Den Job ist aber los. Die Dame auf Pässe im Spielchen, wenn ja, dann kann ich... Ach komm, seien Sie doch nicht so. Der soll jetzt nicht wegen mir Schwierigkeiten bekommen. Ja, jetzt wegen Sie selbst Schwierigkeiten bekommen. Ach kommen Sie, seien Sie doch nicht so. Doch. Ja, die Suspect noch gleich. Das seien Sie doch nicht so. Ein gemeiner Typ. Das kann man doch bestimmt auch anders lernen. Ich bin katholisch. Und weiter? Übrigens, habe ich das schon erwähnt? Ich habe Schmerzen. Habe ich auch. Okay, ich meine, mir rinnt Blut in die Augen. Ja. Dann müssen Sie die Augen zumachen. Ach, kommen Sie. Wir können einfach ins Krankenhaus fahren. Deputy. Es tut mir auch sehr leid. Und das war alles nicht so gemeint. Und nicht einmal ins Krankenhaus? Ich wollte... Ja. Sehr freundlich von Ihnen. Aber ich kann hier leider nicht wenden, das dauert länger. Ja, das ist richtig. Drücktunnelin darf man nicht übertreten. Das ist richtig. Wobei, hier haben wir ein Problem, ne? Ja, was ist vorhin aufgefallen? Ja, jedenfalls, es tut mir wirklich sehr unendlich leid, dass ich Sie ganz leicht angefahren habe. Glauben Sie mir, es tut Ihnen auch nicht gut leid. Okay, es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich Sie ein bisschen gestreift habe. Ein bisschen gestreift? Und ich hatte es einfach eilig, weil wissen Sie, der Blutverlust, der macht bei so einem harten Körperkontakt wie mit Ihnen vorhin. Das ist... Traurig, auf viele Arten, ja. jedenfalls... Ja, wo war ich? Jedenfalls... Sie haben vorhin den Namen Leon. Ich habe ein Problem, ich muss jetzt die ganze Zeit gerade ausfahren. Leon? Ich glaube, da haben Sie sich verhört. Jedenfalls, tut es mir sehr schrecklich und unendlich leid. Und ich wollte einfach nur, wissen Sie, der viele Blutverlust und diesem blöden, und dieser blöden Sitzgelegenheit, wo ich mich verletzt habe, da kann ich einfach nicht mehr klar denken und so. Und deswegen musste ich mich beeilen, ins Krankenhaus zu kommen und habe nicht daran gedacht, dass ich natürlich da bleiben muss, weil ich einen Polizisten angefahren habe. Und ausreden. So ist das ganze Missverständnis passiert. Und was war das Missverständnis gerade bei der Tankstelle, wo Sie abgehauen sind? Sie wollten fliehen. Wollte ich schnell zum Krankenhaus. Ich bin richtig. Ich habe genau gesetzt. Die kommen da nicht raus. Das ist ich Gefängnis. Ganz was? Nicht mal annähernd ins Richtung Krankenhaus sind Sie gelaufen, junge doch, Frau. Bin nicht ich. Mal annähernd. Wir werden jetzt im Krankenhaus die Verarztung ins Krankenhaus. Nicht ins Gefängnis. Ich Angriff bin zu jung eine, und auf einen Police Commissioner. Können wir das nicht irgendwie anders klären? Hätten Sie vielleicht eine Idee, wie wir es klären könnten? Ja. Oh je. Ja, zum Beispiel, ich hab da so Kontakte. Ich weiß zum Beispiel, wo gerade Gold verkauft, angekauft wird. Oh, das ist mir schon längst. Okay, das ist unglücklich. Ja, ich weiß nicht, wie wir es sonst klären könnten. Ich bringe alle aussteigen. Die ganze nächste Woche jeden Tag Donuts und Kaffee in die Arbeit. Wäre das nicht was? Na, ich weiß nicht. Und die sind besser als das Zeug, das sie in der Arbeit, trinken, essen und so weiter müssen. Langsam sehe ich nicht mehr ganz so viel Farbe. Wir brauchen sofort einen Arzt. Ja, gehen Sie rein. Langsam ziemlich schlecht. Ich würde mich jetzt gerne hinlegen. Ich verspreche auch nicht wegzulaufen, weil dazu bin ich nicht mehr in der Lage. Ich würde mich wirklich gerne hinlegen. Ich brauche auch Blut. Ich glaube, die Dame ist jetzt vorrangig, oder? Das ist richtig. Muss halt ich mal fürs Gefängnis. Ja, ehrlich gesagt ist er mein Opfer, also eigentlich können Sie ihn auch zuerst behandeln. Weil es tut mir ja natürlich schrecklich leid. Ein ziemlich gemeiner Fall von Hochzeitsschwindelei. Das ist was? Richtig. Das Hochzeitsschwindelei? Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich den Herrn vielleicht unter Umständen ein bisschen angefahren habe. Ja, kann ich. Mach ich gerade schon. Und weil er anscheinend... Will ich hier gleich noch Blut geben oder resettet es? Kann es Blut geben. Recht unsicher auf den Beinen ist er dabei, wie eine Mimose gleich zusammengeklappt. Wie eine Mimose. Und deswegen haben wir uns, finden wir uns in dieser Situation. Aber Herr Doktor, ich habe doch einen fürchterlichen... der Polizist muss, glaube ich, angehandelt werden. Bitte. Herr Doktor, ich habe doch einen fürchterlichen Blutverlust, oder? Also, ich weiß ja gar nicht, was ich rede. Sind Sie noch mal ein Polizist?
Bitte? Was haben Sie? Ich habe einen fürchterlichen Blutverlust, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Was steht da drauf? Nicht mehr. Sheriff! Ja, aber das hat doch Nachwirkungen, oder? Nein, ich kann doch nicht verantwortlich gemacht werden für das, was wir leider durch den vielen Blutverlust. Du kannst ja auch gar kein Blut sehen, ne? Da kriegst du ja meistens eigentlich auch mal. Marina, ist es gut? Ich weiß es nicht. Können Sie bitte zurücktreten, das ist eine Sheriff-Ermittlung? Marina, eine wichtige Kleinigkeit? Dann machen wir doch mit, oder? Marina, ich hab ja noch deine Tasche mit, die ich mir ausgeborgt habe von dir, weißt du noch? Meine Handtasche. Ach, Toto, deine Handtasche. Verpiss dich. Ja, meine mit der Bombe. Was? Die müsstest du zurücknehmen, die Handtasche. Die mit der Bombe, meinst du? Was ist der Kindergarten? Nein. Wie soll ich denn? Mit der Bombe? Ich weiß. Nein. Das wäre zu krass. Treten Sie jetzt bitte. Oh Gott. Vor lauter Blutverlust sehe ich schon Clowns. Nee, müsste eigentlich schon, denke ich mal, besser gehen. Sekunde. So, jetzt, wie sie im Zustand ist, können Sie sie mitnehmen. Wundervoll. Also, sie hat einen relativ anständigen Blutdruck und das kann ich verantworten. Danke Ihnen auf jeden Fall für die Behandlung. Kein Thema. Dafür sind wir da. Wenn sie nicht weggelaufen wären, wenn der Typ nicht so einen Affentheater gemacht hätte, hätten wir es bei einer Verwarnung gelassen. Keine Ahnung, ich wollte ihn jetzt echt nicht absichtlich ans Bein pissen. Es tut mir leid. Wir wollen sich jetzt aber nicht hier boxen. Ja, mal Körperverletzung. Ah, haben wir den Flucht drin hier? Haben wir die Flucht überhaupt? Ich hätte mal so nett sein und daraus nicht versucht, einen Mord machen. Was? Als ob ich versuchen würde, sie umzubringen? Naja, wie Sie schon sagten, sie waren ja eingeschüchtert von der ganzen Polizeigewalt. Nicht zuerst fand ich sie recht charmant, dann fand ich ihre. Ich fand sie auch sehr charmant, bis sie. Flach und dann. Und das mit dem. War keine Anmache, es war einfach nur ein Spruch. Mein Gott nochmal, kann man zu keiner Frau jetzt nicht mal einen Spruch machen, was man Anmache macht? Es war nicht so extrem gemeint gerade, sondern ich wusste nicht, wie ich diesen Spruch anders bezeichnen sollte. Jedenfalls. Ja, du kannst direkt ins Gefängnis durchfahren. Okay. Und das mit dem Anfahren war wirklich nicht Absicht, weil da war vorne dieser Bus mit Gummibändern. Das wäre nicht das Problem gewesen. Es ging darum, dass sie noch abgehauen sind. Das ist das, was mich so wütend macht. Wir mussten hinterher, ich musste durch Büsche durch, ich habe mir das Gesicht zerkratzt. Ich musste jetzt mein Taser nutzen, das heißt, ich habe nachher wieder ungefähr 5 Stapel Papierkram, die ich ausfüllen darf. Wegen Nutzung meines Tasers. Haben Sie nachher, wie viel Arbeit jetzt auf mich zukommt? Nur weil ich nicht mal stehen bleiben konnte, man hätte es direkt klären können. Aber nein, hier ist ja einmal jeder der Meinung, von wegen, dass sie sich komplett gegen die Staatsgewalt auflehnen können und machen können, was sie wollen. Fahren Sie weiter, wir eskortieren Sie. Bis zur Rennstrecke. Über die Staatsgewalt, wie haben Sie es gesagt, gegen die Staatsgewalt aufgelehnt. Aufgelehnt. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand. Sowas würde ich nicht tun. Das ist richtig, aber viele andere tun es. Und Sie haben ja natürlich auch Straftaten begangen. Und ja, sind natürlich genau dasselbe Schema reingefahren. Ich sehe es absolut ein, aber ich wollte, es war wirklich nicht meine Absicht, ihnen so ans Bein zu pissen und ihnen 10 Stunden Papierarbeit zu machen. Es war wirklich nicht meine Absicht. Einfach stehen bleiben können. Und wenn ich könnte, würde ich es zurücknehmen. Ich wusste in dem Moment nur nicht, dass es so schlimm ist. Das war eine Sekundenentscheidung und sie tut mir wirklich leid. Nicht nur, weil ich nicht ins Gefängnis will, sondern, keine Ahnung, sie wollen nur ihren Job machen und es tut mir leid. Wir sind jetzt bei der Körperverletzung, Beziehung, das sage ich Maßnahme. War das Gefängnis wirklich notwendig? Naja, Sie müssen es ja lernen, ne? Ich hab's gelernt. Bin mir nicht sicher. Gibt es nicht irgendeine andere Art, wie wir das klären können? Bis eben hätte ich's gemacht. Ich bin zu jung fürs Gefängnis. Ah, es kommt sicher gut. Sie werden als Frau sicher eine Menge Spaß im Gefängnis haben. Nein, werde ich nicht. Ich will wirklich nicht ins Gefängnis. Ich bezahle auch mein ganzes Geld an Strafzetteln oder was auch immer, aber ich will wirklich nicht ins Gefängnis. Was meinen Sie, Kollegen? Strafe muss sein. Ach kommen Sie, wissen Sie, was man mit pazifistischen jungen Frauen wie mir im Gefängnis macht? Ich hab wirklich aber sie sieht ja ein. Gehört. War klar, das war klar, es muss jetzt hier wieder die pädagogische Schiene fährt. Das war so klar. Selbst das nächste Mal. Das Problem ist, guter Bulle, böser Bulle. Er macht halt einen auf guter Bulle, verstehst du? Ganz richtig. Versprochen, selbst das nächste Mal, selbst wenn Sie mich nur grüßen, bleibe ich stehen und sage Hi und warte, ob Sie irgendwas von mir wollen. Wenn ich das nächste Mal sage, sind Sie nicht mehr so gemein zu mir? Ja, ich werde. Gut abgemacht, fahren wir wieder zu Suspects.
Gut, dann ist das weg. Also die Strafe müssen trotzdem bezahlen. Ja, werde ich auch. Ohne da war negativer Ton in der Stimme, wir umdrehen. Und ohne zu falsch. Nein, 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 alles sehr positiv. Ich bin unendlich dankbar, nicht ins Gefängnis zu müssen. Nochmal, jetzt müssen Sie aber, jetzt müssen Sie aber noch sagen, vielen Dank, Herr Brooks. Und wenn Sie das sagen, dann bringen wir Sie wieder in den Knast. Nein, 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 ich bin so dankbar, wow. Ich gelobe so viel Besserung, dass ich auch alle meine illegalen Gegenstände. Aber wir möchten aber gerne mal wissen, wie Ihre Kontakt denn zu Herrn Leon und seiner Tochter ist. Das würde mich mal interessieren. Was da mit der Bombe vorhin war. Halt mal kurz an, da sind noch offene Fragen. Nein, also ich. Okay, dann bin ich jetzt mal ehrlich. Wenn Sie, machen Sie mich kurz los. Dann. Also ich habe keine Waffe oder irgendwas. Ist erleichtert. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Also eine Frau, und sonst schieße ich sie. Okay. Oh. Ja, das ist nicht notwendig sein. Wann habe ich Ihnen das Herz gebrochen? Davon weiß ich nichts. Sie sind erst das Herz gebrochen, dann meine Knochen. Den Kopf einziehen? Ist richtig. Was? So. Zuerst das Herz? Also dann ich habe es nicht bemerkt. Ich werde auf jeden Fall freundlicher zu Ihnen sein. Das wollte ich nicht. Sein. So. Okay, also. Nicht auf den Boden legen. Wohnsachen verschwinden sofort. Dann ins Auto bitte. Ja, also. Also ich bin, ich möchte das als Zeichen meines guten Willens tun. Ja. Also der Grund, warum ich das mit der Handtasche, ich hatte ein bisschen Panik, dass sie mich wegen dem einen oder anderen, also ich bin ein Messi, ich nehme alles mit, was ich finde. Ich habe es noch nicht reingelegt. Ich nehme alles mit, was ich finde. Und deswegen hatte ich doch ein bisschen Panik, dass sie mich wegen ein paar Sachen, die eigentlich nicht so schlimm sind, und wie gesagt, ich trage sie nur mit mir herum, dass sie mich vielleicht deswegen doch ins Gefängnis stecken. Meine einzige Waffe ist übrigens ein Kautschukmesser. Welches ich in meinen Strümpfen trage, zur äußersten Selbstverteidigung, aber ich habe... Kommen Sie da ran, Sie tragen halterlose Strümpfe. Wo willst du das Messer da reinholen? Ja, es ist quasi schon ziemlich weit unten. Eigentlich ist das blöd, weil... Da kommt wie sollen Sie da ankommen? Weil es dauert ewig, bis Sie da unten rankommen. Na gut, aber wenn es dann möchte, gern Vergewaltiger ist, dann habe ich genug... Aber packen, haben Sie reingetan? Möglichkeiten. Ja, habe ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Messi alles dabei hat. Ja. Bei mir ist nichts drin. Nein, im Kofferraum. Achso, ja, okay. Ja, jedenfalls. Und deswegen habe ich meine Freundin Marina, wollte ich... 4 Cannabis, 2 Zipzis, 1 Bolzenschneider, 4 Dietriche. Oh. Ja, jedenfalls. Wollten Sie heute Party machen? Nein, ich sammle diese Sachen nur. Ich sammle einfach alles, was ich finde. Und die meisten Sachen sind legal, aber hin und wieder falsche Sachen. Gut, wir sind bei einer Strafe von ungefähr 20.000. 20.000? Lassen Sie mich sehen, ob ich so viel dabei habe. Das wird auf Konto direkt. Okay, am Konto habe ich noch genug. Ja, ich bezahle es, mein Gott. Aber es wäre wichtig, dass Sie die Sache nicht weiter sagen, weil diese Abschreckung... Okay. Das werde ich bei uns behalten. Allerdings werde ich... ich werde Sie verschonen, allerdings Ihren Kollegen nicht. Das tut mir... Solch ein Verhalten kann ich nicht tolerieren. Wäre er ebenso einsichtig wie Sie gewesen, hätte sich entschuldigt, er alles in Ordnung gewesen. Aber dieses permanente alles gegen argumentieren und mit mir diskutieren zu wollen, da gab es einfach aber 7 vor ihm, die mich schon. Beschützerisch am Arsch. Ich bin auch beschützerisch. Und. Ja, ich bin halt gemein. Mir übel leid, dass er jetzt Ärger dafür bekommt für etwas, was ich gemacht habe. Er hat selbst was gemacht. Er hat den Wagen gefahren. Und er war mal diskutieren zu müssen mit mir. Nun, ich habe ihm gesagt, er soll den Wagen fahren. Ja, und er hat mir diskutiert. Ich schon wieder alte Säcke in der Bank. Oh. Okay, ich merke, Sie haben zu tun. Nein, ja, kommen Sie, Frau, einsteigen. Okay. Wir müssen so suspekt, das muss doch geklärt werden. Geklärt werden? Ich dachte, es ist geklärt. 20.000 und so. Mit Ihnen ja. Oh nein. Also ich dachte, das ist jetzt unsere Austauschgeise. Gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, wie Sie den... Ja, das Gesetz ist das Gesetz. Und wer sich gegen das Gesetz stellt, wer sich gegen die Staatsmacht stellt. Ja, aber er war auch. Du Scheiße, pinke Dinger. Was ist denn los mit denen? Ich hab Lagerfeuer gesucht. Donut! Ich hätte mal aufgepasst.